zuerst Skifahren, das war mir dann irgendwann zu langweilig. Habe Chancen gesehen und habe dann da runterspringen müssen. Und dann ist eigentlich gleich Schlag auf Schlag gegangen. Habe ich gewusst, da mag ich eigentlich bleiben. Und ja, ist jetzt doch schon 27 Jahre her, aber seitdem fasziniert es mich. Ja, also bei mir war es eigentlich so, also ich habe mit 5 Jahren angefangen. Mein Bruder ist damals gesprungen, also eigentlich ähnliche Geschichte wie bei der Chiara. Ich habe quasi auch am Wochenende da mitfahren müssen. Das war dann echt interessant, also mir hat das gleich von Anfang an gefallen. Ich glaube mir, es geht uns alle gleich, alle drei gleich, dass wir einfach unser Hobby zu unserem Beruf machen und dürfen. Und dass wir das einfach extrem gern machen und relativ wenig Zeit bleibt für was wäre wenn. Ich glaube, das werden wir alle erst sehen, wenn wir das eine Kapitel mal beendet haben. Ich versuche halt immer für mich über die Arbeit und über den Fleiß mir auch Selbstvertrauen zu erarbeiten, dass ich dann im Winter mehr oder weniger abwerfen kann, wenn es darauf ankommt. Das ist natürlich was, was man sich nicht herzaubern kann, sondern was einfach auch ein Resultat von Arbeit und auch von Ergebnissen ist. Und deswegen kommt man dann auch manchmal in einen Lauf, aber das hat immer eine Vorgeschichte und keiner steht in der Früh auf und hat von heute auf morgen einfach Selbstvertrauen. Die erste Selbstinitiative muss man immer selber legen, aber danach braucht man einfach den Rückhalt. Die ganze Familie oder Freunde sind da auch wichtig, also die Unterstützung. Und ja, wenn du das nicht hast, dann glaube ich, waren wir alle nicht da, wo wir jetzt sind. Ja, für gute Stimmung sagt immer der Jan eigentlich. Das stimmt, ja. Also da bist nicht lang schlecht drauf und er dann auf einmal in der Kabine unterkommt, das geht dann auch wieder schnell. Ja, bei uns ist sicher Lisa, also die bringt immer einen frischen Wind rein. Das zu machen, was ich am liebsten mag, und dranbleiben, an sich glauben, ja. Wenn du das machst, was du gern machst, machst du es gut, und ich glaube, über das, wenn du was gut machst, kriegst du automatisch ein Selbstvertrauen. Ich glaube, ich muss mich in der Früh nicht motivieren, schon gar nicht, wenn es auf die Chancen geht. Müsste ich mich für was anderes motivieren, aber nein, das stimmt schon. Sport eigentlich. Ich glaube, das kommt schon auch dazu, dass mir einfach jeder macht die Sache einfach gern. Ja. Und ja, das, was du gern machst, machst du in der Regel auch normalerweise ganz gut.